Hallo und willkommen. Schön, dass du wieder reinschaust, wenn es weitergeht mit unserer Island Challenge. Ja, oh je, die sehen gar nicht so glücklich aus, denn ich zeig's mal. Talon ist noch sehr traurig. Vicky ist auch sehr traurig. Dann natürlich die Kinder, Levi und Betty sind auch traurig. Ja, Sam ist etwas angespannt, dem passt wohl irgendwas nicht. Und Leisha ist ja die Neue hier im Bunde, die liest sich noch etwas ein. Wir starten jetzt einfach mal. Letztes Mal hat ja das Rad ergeben, dass man jemanden 4 Fähigkeitspunkte wegnehmen musste. Und es hat unseren, wie heißt der jetzt noch gleich? Oh, Talon getroffen, ja. Vicky will hier auch weiterarbeiten. Okay, alles klar. Wir schauen mal nach den Kindern. Der gibt sich Zuspruch. Okay, und sie auch. Oh Mann. Nein, ihr könnt nicht zur Schule. Es tut mir echt leid. Es ist so, wie es ist. Jo. Habe ich das eingestellt, dass die jetzt hier. Ich muss mal schauen. Kann ich das jetzt einstellen, dass die hier die Schule abbrechen? Hey, was machst denn du jetzt? Übernimm du das mal. Erziehung? Ach nee. Talon. Nee, wir wollen auch nicht die Leviten lesen. Aktuelles entschieden. Anordnen, kein Chaos anzustellen. Genau. Okay. Er macht halt einfach weiter, ganz unbeirrt. Ich wollte eigentlich jetzt mal schauen, ob ich den Kindern das wegnehmen kann, dass sie nicht in. Muss sie denn jetzt hin? Betty? Ach, da. Kann ich das über den MCC? Oder kann ich das da machen? Nee, zur Schule gehen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie ich das mache. So, Betty ist jetzt arbeitslos. Und das mache ich mit dem hier auch. Ja, das tut mir jetzt leid. Aber ich habe das jetzt neu eingestellt. Somit habe ich dann das Dama nicht mehr. So. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch. Ist der jetzt traurig, weil er keinen Job mehr hat? Ich hoffe es mal nicht. Sie will mit Sam plaudern. Talon muss hier mal fortsetzen. Oh, junger Mann, kannst du mal auf Toilette gehen? Dir geht's noch gut, dir geht's. Oh, du kannst auch mal gehen. Und dich, junger Mann, lasse ich mal noch ein bisschen angeln. Wie viel Uhr haben wir denn? Gleich 11 Uhr. Okay, alles klar. Sam steht hier drüben. Eigentlich sollte sie das ja dann machen. Alles gießen. Und ach, ernte einfach mal alles. Ja, denn die Pflanzen müssen wir auch weitermachen. Betty, kannst du hier auch alles bewässern? Vielleicht nützt es ja was, ich weiß es nicht. Aber du darfst dann hier alles ernten. Ja, die Gartenarbeit, da fehlt allen noch etwas. Und ja, deswegen treiben wir das voran. Hier Geschicklichkeit, wunderbar. Oh Gott, Level 3, das ist ja großartig. Also sie muss schon noch, Fitness braucht sie auch, Gartenarbeit braucht sie noch, Geschicklichkeit braucht sie noch und glaube, ich weiß nicht, Angeln, genau. Er hat eigentlich soweit schon alles gut. Gut, gut, gut. Dann könntest du vielleicht auch noch handwerken, machen wir noch ein paar Möbel. Mal gucken, was wir da noch machen. Keine Ahnung, was wir da noch anstellen sollen. Mach einfach dann noch ein Dings. So, du solltest auch mal eine Skulptur herstellen. Muss hier auch mal was tun. Talon will jetzt was essen. Jetzt macht der Nächste hier Chaos. Ja, sag ich mal, spinn ich denn? Ja, geht nicht. Das musst du dann machen, bitte. Jetzt musst du, auch entschieden, anordnen, kein Chaos zu machen. Also glaubt man es denn? Hier macht echt jeder gerade, was er will. Was soll denn das? Das geht gar nicht. So, kannst du ihm jetzt das? Nö.
Weißt du was, das machen wir so. Du räumst jetzt deinen eigenen Dreck wieder auf. Und du setzt es dann fort. So. Junge, Junge. Hier. Mit ihrem Badeanzug. Naja, so kann man natürlich auch schnitzen, ne? Mai, mai, mai. Die ist wieder sehr traurig. Sie denkt wahrscheinlich schon wieder nach. Betty ist inspiriert. Du, hast du einen Hänger? Kannst du hier hingehen? Ja, gut, 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 gut. Ja, da kann ich eh nichts machen. Wunderbar. Dann spielen mal Runden. Mal gucken, ob das jetzt wieder funktioniert. Er spielt schon wieder. Ich hoffe, es stellt jetzt nicht ein anderer noch was an. Also kaum mache ich den Mund zu. Darf denn das jetzt echt wahr sein? Streng. Oh nee. Entschieden. Drück mal deine Enttäuschung aus, weil er es schon wieder gemacht hat. Wie wären das? Also, die stellen gerade echt mehr an, wie dass sie irgendwas gut machen. Wie, bist du schon fertig? Jetzt putzt sie das auch noch weg. Der Zwerg hätte selber wegputzen sollen. Also, wie finde ich denn das? Oh, kann sich jetzt schon Möbel herstellen, echt? Mach mal eine Gartenpflanzkiste. Genau, zieh dir auch mal was an. So, du kannst dir dann mal was zum Essen holen. Die Betty, der geht's noch gut. Weißt du was, räum das doch mal auf. Was machst du? Ich schicke dich mal auf Toilette. Sam? Sam geht's auch noch gut. Magst du vielleicht auch noch handwerken? Komm. Ja, mach mal das. Ja, ich will heute wieder ein bisschen an den Fähigkeiten arbeiten, dass die hier wieder einiges machen. Oh, er heult sich schon wieder aus. Das ist nicht gut, wenn du ständig heulst. Glaub mir, das hilft nichts. Angeln. Mal gucken, was wir noch brauchen. Geschicklichkeit brauchen wir noch und Gartenarbeit. Ja, Gartenarbeit gibt es jetzt gerade nichts. Ja. Fitness ist ja auf 6. Magst du auch vielleicht mal hier hinschwimmen? Schwimm mal ein bisschen. Vielleicht können wir bei dir das Schwimmen noch ein bisschen machen. Und dann das Angeln. Er unterhält sich, holt sich was zum Essen. Ernsthaft? Jetzt macht's die nächste? Lass das mit dem Schwimmen. Ich glaub, ich spinn. Was ist denn mit den Kindern auf einmal los? Gibt's doch gar nicht. Boah, das artet ja echt hier aus. Weißt du was? Lass das und räum das auf. Ja, Schluss jetzt. Jetzt mach die doch gerade weiter. Du sollst aufhören und das Chaos aufhören. Was ist denn mit denen los? Glaubt man's denn? Unglaublich, diese Kinder. Nichts mehr anstellen jetzt. So, was gebe ich dir jetzt für eine Beschäftigung? Angeln gehen. Du gehst auch angeln. Und du gehst auch angeln. So, alle schicke ich jetzt angeln. Und der hier, keine Ahnung, der muss auch noch irgendwas machen. Unglaublich. Also, gibt's doch nicht, oder? Nur Blödsinn im Kopf, diese Kinder. Wo steckst du? Zwei linke Hände, den Hammer zu schwingen und Nägel zu versenken, gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Leisha. Soll sich Leisha jegliche weitere Blamage ersparen und zugeben, dass sie. Oh, nein, 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 du musst das. Guck mal, das ist eine gute Idee. Du gehst dann duschen. So. Er geht mal. Und du könntest noch handwerken, Möbel herstellen. Machen wir einen Gartentopf. So, kriegen wir alles hin. Ich hoffe, die Kinder sind jetzt mal beschäftigt. Oh mein Gott, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, Talon. Oh, Talon malt schon wieder. Was malt er denn ein? So realistisches. Zwei Angeln, drei Angeln. Wunderbar, perfekt. Ja.
Magst du mit Leisha mal ein bisschen quatschen? Komm, das könnten wir doch mal machen, damit ihr euch mal besser kennenlernt. Ja. Mach mal ein Ich will Kompliment. Kemba. Sag, ey, dein Outfit sieht Okay, echt gut aus. Es schauen gefällt mir ganz gut. wir. Quatsch. Genau, quatsch mal. Ey, was gibt's denn da Neues auf der Nicht Welt draußen? Wir sind ja hier schon länger da. Ich denke, du warst länger draußen und was gibt's Neues? Hat sich was verändert in den paar Jahren, wo wir jetzt schon hier festsitzen? Ja, ich sag, naja, so viel war ich da draußen halt auch nicht. Oh, die ist aber blick. Gott, okay. Sollte das heißen, danke, dass ich wieder meine Ruhe habe, oder? Wie, oder was? Gut, okay, die sind noch beschäftigt. Das freut mich. Wunderbar, da muss ich echt mehr aufpassen, dass die Kinder jetzt nicht noch mehr anstellen. Hast du fertig gemalt? Dann steck es mal hier ein. Was willst du jetzt machen? Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hier hinschwimmen. Die will lieber grillen. Was ist mit der Betty? Die hat jetzt Hunger. Das finde ich gut. Nimm dir was zum Essen, ja. Die Zeit vergeht und es passiert eigentlich nichts Großartiges. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass wir irgendwie an den Kuchen rankommen, aber ohne Backofen geht es halt leider nicht. Deswegen müssen wir leider die Kinder dann so altern lassen, denn ich kann ja keinen Kuchen kaufen. Oder geht es? Geht es, wenn wir hier Shopping machen? Geschenk kaufen? Ich glaube nicht, dass wir an den Kuchen rankommen. Ja, Geschenk kaufen ist halt auch so eine Sache, gell? Eigentlich funktioniert ja kein Handy. Ein geiler Kuchen wäre schon nicht schlecht, aber ich glaube, es gibt nur Hochzeitstorten. Echt jetzt? Wie mies ist das denn? Kein Geburtstagskuchen. Kein Kuchen! Okay, also auch einen Kuchen hätte ich mich jetzt noch dazu überreden lassen. Aber es soll wohl nicht sein. Aber das ist kein Problem. Dann machen wir das über MCC. So, er hat jetzt Geburtstag. Jawohl, Levi ist älter geworden. Ja, jetzt fängt's an. Was geben wir ihm denn? Er kann ja eigentlich nicht viel machen, ne? Mit Familie brauchen wir auch nicht. Sport. Ja, Sport wird auch schwierig. Beliebtheit. Weltberühmt. Weltbekannte Berühmtheit. Leitwolf. Partylöwe. Also, wir nehmen vertrauensvoller Nachbar, obwohl das echt schwierig wird. Ich weiß. Ja. Er ist ein Bücherwurm und eigentlich schon selbstsicher. So, jetzt haben wir hier einen älteren Levi. Wunderbar. Den werden wir doch dann auch gleich mal dann umstylen. Strange now, dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days. But recalling it backwards, our dreams holding us closer. Ich habe ihn umgestylt. Ich habe das als sein Alltagsoutfit genommen.
Abendbekleidung, Sportbekleidung, dann hier sein Zeug zum Schlafen, dann Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter und natürlich kaltes Wetter. Wir stellen jetzt einfach mal vor, dass es einer gestrickt hat. So. So, jetzt bin ich aus dem Spiel geflogen, wie ich wieder rein wollte, ja. Auf jeden Narabou. Fall, hier ist unser fescher Bub, ne? Red du nur. Wo ist denn eigentlich unser Talon? Der hat sich mal wieder ins Bett verkrochen. Na, wie finde ich denn das? Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, was unser Levi jetzt schon an Fähigkeiten hat. Forschen und debattieren. Eigentlich gar nichts. Okay, er soll weder forschen noch debattieren, sondern er soll. Echt jetzt? Und jetzt müssen wir es ihm jetzt schon wieder wegnehmen. Ja, kann der jetzt die Schule nicht verlassen? Ne, bei ihm geht es jetzt nicht. Okay, da müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall kann er nicht zur Schule gehen. Ja, Süßer, du müsstest jetzt auch mal hier hinschwimmen. Vielleicht ein Witz jagt den nächsten. Josh und Samuel, ein Spaß für die Beschreibung. Ja, mach doch einfach. Und dann gehst du angeln. So, was macht unser Neuzugang? Gitarre spielen? Nee, nee. Geschicklichkeit auf 3. Dann komm doch mal her. Hier, guck mal. Mach mal noch einen Wandspiegel. Und du darfst dann auch eine Skulptur herstellen. Mach mal einen Messerblock. Charisma hat er schon. Gut. Das wird. Fähigkeiten angeln. Super, das ist ja toll. Echt, geht es jetzt wieder, dass die Fähigkeiten aufbauen können? Das ist ja toll. Geh du auch mal angeln? Wie hat denn der jetzt bitte schön hier Videospielen gelernt? Das verstehe ich jetzt nicht. Könntest du vielleicht je. Oh, wunderbar, der kann jäten. Ich fass es gar nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja großartig. Die Kinder können endlich auch mal was machen. Hyperes, hyperes, hyper. Und dann darfst du hier mal jäten. Und dann gucken wir gleich weiter. Und hier. Ja, bellissimo. Ich finde das gerade so klasse. Endlich können die auch mal mehr. Lang, lang habe ich darauf gewartet, dass sie es wieder können. Keine Ahnung wie, aber sie machen es. Juhu! Warum stehst du nur dämlich da? Geh angeln. Und der jätet. Hoffe ich doch. Und er unterhält sich mit der Wiki. Das ist schön. Schön, schön, schön. Das läuft hier. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt läuft er weg. Oh, und sie träumt vom Auto, ha? Wenn sie da mal wieder. Ich glaube, sie will mit ihm deine Spritztour machen. Echt jetzt? Oh, Talon versucht hier ein Gespräch. Willst du ihr vielleicht irgendwas sagen, was sie machen soll? Und gehst du mal duschen? Wie wäre das? Sam, ich will sie am Rücken treiben lassen. Also sie ist schon echt klasse, ne? Die schafft hier eins nach dem anderen. Du, was liest du in Büchern, Blättern? Was ist das für ein Buch? Ungefähr 12 Methoden für Techtelmechtel. Oh, alles klar. Was willst du denn da machen mit dem Techtelmechtel? Willst du da Sam wegen Gesichtsbehang unterstützen? Okay, machen wir mal. Dann könntest du doch mal romantisch vielleicht noch mal. Oh, echt jetzt? Alles so. Nichts geht, nichts geht, nichts geht. Weil sie alle so traurig sind. Dann musst du die Initiative ergreifen, wenn sie da ist. Der Einzige, der gerade nicht traurig ist. Sanft küssen. Spritzen. Und dann vielleicht flirten. Probier's mal. Vielleicht heitert sie das auf. Ja, sehr schön. Wir gehen mal näher. Ein düsteres Bild. Aber ja. Wie süß. Es funktioniert.
Sie grinst schon wieder. Er kann was nicht machen, aber verführerische Flüstern vielleicht. Und vielleicht könnt ihr vielleicht im Wasser küssen. Du schwimmst so komisch auf der Stelle. Jetzt schwimmt sie weg. Oh, sie ist kokett. Vielleicht will sie ja Zuwendung, Zuneigung ausdrücken. Und dann vielleicht ein Techtelmechtel. Oh. Warum gab es jetzt Minus? Warum gab es jetzt Minus? Komm, geht mal. Macht mal ein Techtelmechtel. Es ist jetzt abends. Keiner guckt so genau hin. Körperliche Nähe. Techtelmechtel. Frag du sie, frag sie. Ups, wo sind denn die anderen alle hin? Oh, echt jetzt? Also das nervt mich mit dem kein Chaos. Das nervt mich tierisch. So. Bitten kein Chaos anzurichten. Wenn du dann fertig bist, bittest du ihn auch. Und du räumst hier auf. Und ihr zwei, ich glaube, es ist besser, ihr geht hier hin. Techtelmechtel mit Vicky. Laisha sitzt hier am Feuer. Magst du dir vielleicht was zum Essen holen? Wie wäre denn das? Habe ich jemand vergessen hier? Oh Gott, der angelt immer noch. Aber schon Level 2. Armer Tropf, habe ich dich so lange angeln lassen. Komm, es wird Zeit fürs Bett. Ja, meine Lieben, ich schicke die jetzt alle ins Bett. Die dürfen natürlich noch ihr Techtelmechtel fertig machen. Und dann sollen die einfach jetzt mal schlafen gehen. Echt jetzt? Keiner mehr hat hier sein Bett zugewiesen. Das ist aber echt blöd. Du gehst mal da schlafen. Du gehst da schlafen. Du gehst dann da schlafen. Und Talon geht hier schlafen. Ja, alle gehen sie jetzt schlafen. Die haben, glaube ich, schon Techtelmechtel fertig, ne? Sie geht ausschlafen. Was ist mit ihm? Der ist noch oben beim Angeln. Nö, 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 nö. Komm, hör mal auf zu angeln. Ja, unser Schicker hier. Unser Levi. Ich finde, der hat wirklich viel, auch wenn er jetzt sehr traurig aussieht, aber er hat wirklich viel von seiner Mom und aber auch von seinem Dad. Ja, das finde ich ganz toll. Ja, ich nehme schon ganz lang auf und deswegen muss ich den Part jetzt beenden. Es war zwar jetzt nicht so aufregend, aber so ist es halt, wenn man eine Challenge spielt. Nicht jeder Tag kann so aufregend sein. Und mir ist es einfach auch wichtig, dass sie jetzt ihre Fähigkeiten machen. Die Kinder werden jetzt auch älter. Man muss sich einfach vorstellen, die sind jetzt schon ein paar Jahre da. Und ja, deswegen werde ich die jetzt auch nach und nach mal zum Teenager werden lassen. Und dann können sie sich auch auf andere Fähigkeiten konzentrieren. Nächstes Mal werden wir dann wieder würfeln. Das kommt ja dann auch noch. Und dann schauen wir, was die Würfel ergeben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Und über ein Like und ein Abo, falls du noch keins hast, würde ich mich natürlich auch freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.